Hallo Freunde, herzlich willkommen mal wieder bei Chris Hilton, potente Gesundheitsküche. Ich freue mich, dass ihr hier seid, dass ihr da seid, dass ihr heute zuschaut. Heute gibt es ein Thema, das mir schon seit einem Jahr im Kopf rumspukt. Und dazu habe ich tausend Informationen da oben drin. Das Problem ist nur, was erzählst du und wie erzählst du es, weil irgendwie, wie du es erzählst, kannst du es immer den Leuten nicht recht machen. Ja? Der eine, der kommt mit Wissenschaft daher und sagt, im Chemieunterricht habe ich aber das gelernt. Der andere ist etwas mehr esoterisch angehaucht und sieht da irgendwelche anderen Sachen. Und ich habe halt immer das Problem bei meinen Videos, dass wenn ich den Leuten jetzt irgendwas versuche näher zu bringen oder zu erklären, dass es dann heißt, ja, das, was du erzählst, ist ein totaler Schmarrn, ich habe da das gelesen und ich habe da das gelesen. Also der eine sagt grün, der andere sagt blau und ich sage jetzt rot. Ne? Heute geht es um das Thema Zucker und wie in all meinen Videos versuche ich nur, eine Tür aufzumachen, das Interesse zu wecken und auch ein paar Tipps zu geben, um einfach mal zu lernen, verschiedene Dinge auch zu beleuchten, selbst zu beleuchten und sagen, vielleicht ein bisschen auf seinen Körper zu hören oder zu sagen, hey, das, was er da sagt, das stimmt oder das, was er sagt, das könnte nicht stimmen, ich informiere mich jetzt mal. Und dann habe ich mein Ziel erreicht. Heute geht es um Zucker. Und der Punkt ist, wenn ich jetzt behaupte, Zucker ist gesund, dann langen sich die meisten am Kopf wieder und sagen, was jetzt erzählt der Hilton schon wieder so eine Scheiße. Ja, die ganze Welt hat sich darauf geeinigt, dass Zucker ungesund ist, ja, dass wir Karies kriegen, dass wir fett werden, dass es süchtig macht. Und jetzt kommt er daher und sagt, das ist gesund. Ne? Ist, war ja wieder klar. Ne? Das Problem ist, wenn die meisten Leute Zucker hören, dann denken sie an sowas. Und zwar Zucker. Stinkt normaler, weißer Haushaltszucker. Den gibt's, den habe ich jetzt hier als Würfel, den gibt es auch als Pulver, den gibt es auch als Kandiszucker, so für einen Tee oder so. Den gibt es auch braun eingefärbt, den gibt es in allen verschiedenen Variationen. Den gibt es auch in der Schokolade drin und den gibt es auch in versteckten Lebensmitteln, wo ihr jetzt vielleicht nicht gleich dran denkt, Fertigsuppen, Fertiggerichte und so weiter, dieser ganze Scheiß, was ihr kaufen könnt im Supermarkt mit von der Firma mit dem großen M oder mit dem großen K oder diese Fertiggerichte, wenn es wieder heißt, oh, ich habe euch ein ganz tolles Rahmgeschnitzel, das hier mitgebracht oder aus der Packung. Da könnt ihr davon ausgehen, dass dieser billige, raffinierte Zucker drin ist und zwar in brutalen Mengen und der ist in der Tat ungesund, da bin ich auch voll bei euch. Mir geht es aber heute um was anderes. Im Gegensatz zu vielen anderen Stoffwechselvorgängen, die jetzt tagtäglich in unserem Körper passieren, wo zum Beispiel auch Fett oder Proteine als Energielieferant herangezogen werden, wird beispielsweise im Gehirn ausschließlich Zucker verbrannt. Und zwar in Form von Glucose, sogenannter Traubenzucker. Und dieser Traubenzucker ist ein Monosaccharid. Und diese Monosaccharide, ob wir da jetzt Fruchtzucker nehmen oder den Traubenzucker nehmen oder Milchzucker nehmen oder Weißmehlprodukte nehmen, diese Monosaccharide sind in all diesen Nahrungsmitteln drin und sind sozusagen eine sehr konzentrierte Form der Energiezuführung für unseren Körper. Und da bin ich bei euch, das ist absolut schädlich. Und der Punkt, worum es geht, was der Zucker immer schlecht macht, ist ja diese Süchtigmacherei oder dass man Karies bekommt oder die Knochen wären schlecht. Und das hat einen ganz speziellen Grund. Alles an Monosacchariden, die ihr zu euch nehmt, also auch in Form von Weißmehl oder Nudeln oder solche Sachen, ist sehr stark mineralienraubend. Das bedeutet, wenn eine Fabrik heute hergeht und sagt, wir wollen diesen Zucker jetzt hier verkaufen und der Zucker ist raffiniert, dann wurden dem Zucker, also ob es jetzt von der Zuckerrübe oder vom Zuckerrohr kommt, spielt überhaupt keine Rolle, dann wird diesem Nahrungsmittel sozusagen nur die blanke Süße entzogen und alles andere wird weggeschmissen. Also ich sage jetzt einmal, beim Getreide sozusagen wären es die Ballaststoffe gewesen. So, jetzt kann man sich ja über Ballaststoffe unterhalten. Was aber auch stattfindet, ist eine sogenannte Demineralisierung. Das heißt also, in diesen Zuckern und in diesen Fertigmischungen sind keine Mineralien mehr drin. Und jedes Element in unserem Universum, und das ist auch der Grund für die freien Radikalen beispielsweise, hat die Eigenschaft oder das Bestreben, wieder in den Ursprungszustand zurückzukehren. Das heißt also, der Zucker, der versucht, wenn ihr ihn jetzt aufnehmt, aus seiner Umgebung, aus eurem Speichel, aus eurem Verdauungssystem und so weiter,
die Mineralien wieder zurückzubekommen. Und genau das ist der Grund, warum wir Karies zum Beispiel bekommen. Weil der Zucker im Mundraum bereits anfängt, Mineralien zu rauben. Und wo findet er Mineralien? An unseren Zähnen und sagt, her damit, klaue ich dir. Die Zähne werden schwach, Bakterien können sich einnisten und der Effekt ist Zahnfäule, also Karies. Das ist nichts anderes als ein Vorgang, wo der Zucker und Monosaccharide eurem Körper Mineralien stehlen. Man müsste jetzt also hergehen und eigentlich behaupten, dass nicht der Zucker ungesund ist, sondern Monosaccharide ungesund sind. Die finden wir auch in Nudeln. Und wenn ihr jetzt meinen Kochkanal ein bisschen anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass ich ausschließlich Vollkornprodukte nehme. Das heißt also Vollkornnudeln, Vollkornreis, Vollkornbrot backe ich mir selber oder hole es im Bioladen, wo ich weiß, dass es wirklich Vollkorn ist. Und da solltet ihr in Zukunft darauf achten. Aber heute geht es ja wie gesagt um den Zucker und ich habe auch eine Lösung für euch. Und jetzt muss ich ein großes Lob aussprechen. Ich habe ja wirklich keine gute Meinung von unseren Lebensmittelläden, weil ich sage mal Nahrungsmittelläden, weil es nur noch Nahrungsmittel sind. Es sind keine Lebensmittel, weil Lebensmittel beinhaltet das Wort Leben. Ja? So. Und in Nahrungsmitteln ist halt nur noch Nahrung drin. So, das ist der Punkt. Aber ich will auf was anderes hinaus. Ich war neulich beim... Jetzt sage ich mal, mache ich mal wieder Schleichwerbung beim Rewe und ich sage noch was, ich kriege kein Geld dafür. Ich war beim Rewe und ich habe ja jahrelang, verwende ich Vollrohrzucker, denn Vollrohrzucker ist der einzigste Rohrzucker, der nicht demineralisiert wurde und der nicht raffiniert ist. Der Rohrohrzucker ist es beispielsweise schon oder der Haushaltszucker, den ihr kaufen könnt, sowieso. Also wir reden hier vom Vollrohrzucker und ich gehe zum Rewe, nachdem ich jahrelang meinen Zucker im Internet auf so einer Seite bestellt habe. Und was finde ich im Regal? Ihr glaubt das nicht. Ich finde exakt den Zucker, den ich seit Jahren im Internet bestelle für teuer Geld und natürlich mit Porto und dem ganzen Schmarrn, beim Rewe im Regal stehen und der nennt sich Bio Mascarpao Vollrohrzucker. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich möchte jetzt keine Werbung speziell für diesen Zucker machen, wobei ich absoluter Fan von diesem Zucker bin. Der ist jetzt also nicht nur Vollrohrzucker, also gut für uns, ne, sondern der ist auch GEPA-mäßig, Fairtrade, und auf der Seite ist ein Bild von einer Frau drauf, die sozusagen da unten zuständig ist. Das heißt, dieser Zucker ist auch gut für die Leute, die das produzieren. Und ihr wisst ja selber, euch geht es ja genauso wie mir, dass ihr das natürlich hoffentlich wisst, dass dort, wo unsere Lebensmittel oftmals zum Großteil produziert werden, dass die in Armut leben und sozusagen nichts zum Fressen haben, während wir den Scheiß in die Mülltonne schmeißen, weil wir zu viel kaufen und profitieren tut eigentlich nur der mittlere Teil davon. Also der Produzent ist eine arme Sau, wir sind eine arme Sau, weil wir immer fetter werden und immer mehr Scheiße zum Fressen kriegen und in der Mitte sind die Lebensmittelkonzerne, die sich so die Taschen voll machen. Ne? Also da einfach auch mal drüber nachdenken und deswegen kaufe ich einfach viel weniger, ich verschmeiß viel weniger weg und weiß aber, dass wenn ich jetzt da den Zucker kaufe, dass da auch was ankommt bei demjenigen, der sich die Arbeit für mich macht, um das anzubauen und das alles zu produzieren. Wenn ich koche, dann seht ihr immer dieses braune Pulver, ich nehme den einfach aus der Packung raus und fülle den ab, weil ich grundsätzlich dazu übergegangen bin, meine Lebensmittel mehr oder weniger in Glas abzufüllen oder in Tongefäße oder sonst irgendwas, denn ich habe eine interessante Entdeckung gemacht. Ich habe ein Mineralwasser gekauft in einer Plastikflasche und habe das vergessen und nach eineinhalb Jahren sehe ich das noch stehen bei mir in der Speisekammer hinten unten, habe es aufgemacht, habe einen Schluck getrunken und es hat nach Plastik geschmeckt, das könnt ihr euch nicht vorstellen und seitdem weiß ich, dass nicht nur im Fernsehen manchmal kommt, dass das Plastik in unsere Lebensmittel übergeht, sondern ich habe es tatsächlich selber geschmeckt und habe halt das Wasser dann auch weggeschmissen. Und seit dem Tag bin ich einfach dazu übergegangen, dass ich das in Glas abfülle. Ich würde mir wünschen, dass ihr euch den Zucker mal holt und dann das gleiche macht, was ich mache. Einfach mal dran riechen. Das ist einfach ganz was anderes. Das riecht nach Karamell, das schmeckt nach Karamell, es ist süß. Es ist zugegebenerweise jetzt nicht so süß wie das, weil das ist ja wirklich nur noch süß. Ja? Oder wie dieser Candiszucker, aber er ist genau richtig süß eigentlich für mich und er schmeckt halt einfach auch geil. Er gibt der Sache eine eigene Note. Geht mal zum Rewe, holt euch den oder bestellt ihn im Internet, wenn ihr irgendwo was seht oder aus Mauritius wird er oft gebracht. Merkt euch bitte das Wort Vollrohrzucker. Ach ja, jetzt hätte ich beinahe schon Schluss gemacht, ich hätte noch was vergessen.
warum ist er denn jetzt eigentlich gesunder Zucker? Also das Erste, was ich ansprechen will, ist, dass im Körper natürlich die ganze Verstoffwechselung von dem Zucker stattfindet. Ne? Und es ist immer besser, ein Produkt möglichst naturbelassen aufzunehmen, anstelle sozusagen die Reinessenz schon fast in Medikamentenform aufzunehmen, weil man sagt, man will jetzt nur diesen Geschmack haben. Ja? Das heißt also, es gibt bestimmte Stoffwechselvorgänge und da hat sich der Mensch einfach über Jahrtausende entwickelt, wo er sagt, ich brauche das Komplette. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Apfel esse oder eine Orange, dann ist da ja Fruchtzucker drin. Der wird vom Körper ganz anders behandelt, als wenn ich jetzt den rausraffinieren würde und dann so essen würde. Ne? So, Thema Bauchspeicheldrüse, Thema Insulin und so weiter und so fort, kann man überall nachlesen. Und das Zweite, und da werde ich jetzt wahrscheinlich brutalst angegriffen werden. Ich behaupte das seit 20 Jahren. Das ist so ähnlich wie die Milch, wo ich sage, die ist ungesund. Und zwar sage ich euch, Zucker ist ein hervorragender Antioxidant. Und jetzt werden die Leute sagen, die Chemie gelernt haben, ja, was erzählst du für eine Scheiße, wo das soll das sein? Ich kann es euch nicht beweisen, weil ich kein Raster-Elektronenmikroskop habe, das in Billionstel von Sekunden da irgendwelche Fotos schießt. Ich meine, selbst die freien Radikalen hat man Jahrzehnte gebraucht, um die überhaupt nachweisen zu können. Aber man hat zuerst eine Behauptung aufgestellt, dass es sie gibt und tatsächlich sie gibt es. Wenn man sich anschaut, wie Gewebe und Zellen sich unter Zuhilfenahme von natürlichem Zucker wieder reparieren und heilen, oder zum Beispiel bei Brandverletzungen auch viel mit Zucker gearbeitet wird, dann ist es eine logische Schlussfolgerung, dass der Zucker heilende Wirkungen hat. Und überall, wo Beschädigungen in unserem Körper stattfinden, ob die jetzt groß oder klein sind, ob ich jetzt Muskelriss habe oder ein auf zellularer Ebene irgendwie eine Beschädigung in meinem Gewebe, wird der Zucker auch eingesetzt. Und der Zucker wird auch eingesetzt bei der Bekämpfung von freien Radikalen in unserem Körper. Wer es nicht glaubt, gut, okay, ihr könnt mich angreifen, ich nehme die Prügel, stecke ich gerne ein. Ich wollte euch nur sagen, ich habe es gesagt. Vielleicht informiert ihr euch mal genauer drüber. Wenn ihr jemanden in der Familie habt, der Chemiker ist, kann der euch sicher dazu mehr erzählen. Das soll es an meiner Stelle dazu sein. Das ist der Grund, warum ich Vollrohrzucker nehme. Mineralisierung, Demineralisierung, Raffinierung. Nichts essen, was raffiniert ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Ciao.